Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3, ihr Lieben. Wir stehen vor Philippa Eilhards Loch. Klingt pervers, ist wahrscheinlich auch. Nein, wir müssen... Oh Gott, ich will da jetzt gar nicht rein. Philippa hat sich nämlich hier verkrochen. Und wahrscheinlich gibt es hier magische Fallen. Also ich rieche das schon. Was haben wir denn hier? Das Katzensilberschwert. Oh, nett. Oh, was haben wir da? Was, was ist denn da? Gips, Gips. Das ist, glaube ich, unter uns, ne? Ja. Irgendwie, na, ich habe ein bisschen Angst, dass sie... Es muss einen Mechanismus geben, der diese Tür öffnet. Ja, wie, was hältst du von dem? Hier fehlt eine Kachel. Ja, wir haben doch die Kachel. Ah, alles klar. Ja. Ja. Gut, jetzt hat er gespeichert. Oh, Geralt, achte auf jeden Schritt. Ein perfektes Versteck für eine Eule. Das macht es mir schwieriger, mich zu bewegen. Ja, das mag sein. Tatsache. Was haben wir hier? Oh, oh Gott, Geralt, bitte nicht runterfallen. Hier liegt doch auch was. Das ist doch immer das Stehen-Symbol, ne? So zum Handgreifen. Hier liegt ein Hexer. Portale, großartig. Und die Hexenjäger haben sich bestimmt dran zu schaffen gemacht. Funktioniert. Wer hätte das gedacht? Na dann ab, los geht's. Oh, oh. Das hat uns jetzt wohin gebracht? Ich hasse Portale. Da dreht sich mir der Magen um. Ich weiß. Eine Flugfeder. Weiß. Der Rand ist ausgefranst. Das ist eine Eulenfeder. Philippa Eilhardt. Oh, Philippa ist da auf jeden Fall. Noch eine Feder. Ich bezweifle, dass Philippa einen Vogelkäfig hatte. Sie hat Polymorphie benutzt. Wenn du Eulen siehst, Geralt, schlachte sie ab. Nein, natürlich nicht. Ein paar Pilze. Boah, könnt ihr was sehen oder soll ich wieder... Ich glaube, ich benutze gleich mal... Ja, ich benutze mal kurz Katze, damit wir hier alle was sehen. Es wird ja dann doch noch ein Stückchen dunkler für euch. Necker. Hatte ich mir schon gedacht. Oh Gott, habt ihr mich erschrocken? Aua. Oh, unsere, warte mal. Ich habe es gerade gesehen. Also, Schwalbe ist nicht aufgefüllt. Warte mal, gleich ins Inventar. Gleich nochmal eine Katze hinter. Jo. Und unsere Sachen sind aufgefüllt. Aha. Sehr gut. Oh, warte, du hast auch noch was da gelassen. Nehmen wir noch mit. Achso, wir könnten jetzt prinzipiell natürlich auch wieder Licht selber machen und anzünden. Aber hey. Findet ihr Necker nicht irgendwie euren Lecker oder so? Neckerherz. Hey, die gibt's wohl sehr selten. Es ist nicht aktiv. Vielleicht kann ich's aktivieren. Müsste wieder funktionieren. Das Portal ist aktiviert. Durch so ein einfaches Art. Das können natürlich die Hexenjäger nicht. Die haben dann natürlich dran zu knappern gehabt. Ah, da schwebt noch so ein Neckerarm. Stehen bleiben. Keinen Schritt weiter. Wie bist denn du durchs... Steck die Waffe weg, bevor du dir wehtust. Warte, bist du der Hexer, den der König schicken wollte? Richtig geraten. Eigentlich müsstest du wissen, wie gefährlich dieser Ort ist. Du solltest oben bei den anderen warten. Auf keinen Fall. Diese Feiglinge sind bei den ersten Monstern abgehauen. Ich bin mutiger. Außerdem wird hier was Großes passieren. Ich werde rausfinden, was es ist. Und Radovid wird sich freuen. Der König befördert mich, überreicht mir vielleicht eine Medaille. Ist Philippa noch hier? Denkst du, dass Philippa noch hier ist? Das weiß ich nicht. Wir haben einige Höhlen durchsucht, aber es gibt genügend Verstecke. Wenn sich jemand verstecken möchte, wäre das kein Problem. Selbst für jemanden, der keine Eule ist. Ja, ja, verstehe. Und was wird deiner Meinung nach hier passieren? Was wird hier denn Großartiges passieren?
Ich weiß es nicht im Einzelnen, aber ich habe Philippa Eilharts Aufzeichnungen gefunden. Dort werden Ida Emian, Margarita Laux-Antel, Francesca Finderbär und Fringilla Vigo erwähnt. Sie wollen sich bestimmt treffen. Hier. Finderbär. Mhm. Sag mir was. So, ich bring dich hier raus. Na schön. Dann bringen wir dich jetzt raus. Ich hab's doch schon gesagt. Ohne mich. Außerdem habe ich den Kraftspeicher fürs Portal entfernt. Wir müssen jetzt warten, bis sie uns holen. Niemand wird uns holen kommen. Gib mir den Kristall, ich bringe uns hier raus. Aber die Monster... Ich werde dich beschützen. Und wenn dir das nicht gelingt? Sei ein guter kleiner Jäger und gib mir den Kristall. Dann will ich mal ein guter kleiner Jäger sein. Bitte sehr. Jetzt weiß ich auch, ich habe mich gerade schon gefragt, wie er ja durchs Portal gekommen ist. Aber klar, wenn er jetzt noch funktioniert hatte und er den Speicherkristall hat... Was haben wir hier? Brief an Philippa. Liebesbriefe. Liebesbriefe? Geralt, are you sure? Oh Gott, wir müssen dringend aussortieren hier. So, Liebesbrief. Liebe Philippa, während ich dies schreibe, trinke ich deinen Lieblingstropfen auf der Terrasse des Anwesens meines Vaters in Metina und frage mich, was zur Hölle du dir eigentlich denkst. Ich würde ja verstehen, wenn ich dich einfach langweilen würde. Ich würde akzeptieren, wenn dir das Bild, das wir abgeben, dich zusagt und dir ein jüngeres, hübscheres Model gesucht hättest. Aber bei allen verfluchten Göttern. Dijkstra? What? Endlich jetzt? Dieses bei allem nötigen Respekt schmerbäuchige Schwein statt meiner? Vielleicht haben dir ja ein paar neue Trankversuche den Verstand vernebelt. Oder das ist wieder so ein Spiel von dir. Aber auch wenn du politische Gründe hast, dich in der Nähe dieses Primitivlings aufzuhalten, verstehe ich nicht, warum es das Ende unserer Beziehung bedeuten muss. Schließlich wäre es nicht das erste Mal, dass wir unsere Liebe verstecken müssten. What the fuck, Dijkstra? Mit Philippa? Nee. Ach komm. Das macht... Nee, Dijkstra hat auch irgendwo ein bisschen... Interessant. Philippa hat eine Frau verlassen. Für Dijkstra. Ja, das macht ja nichts. Ist ja jetzt wurscht, ob Mann oder Frau. Für Dijkstra? Oh. Noch eine Feder. Ich bezweifle, dass Philippa einen Vogelkäfig hatte. Ja. Sie hat Polymorphie benutzt. Das wissen wir ja. Aber wenigstens, also Dijkstra hat doch wenigstens noch ein bisschen Anstand, also oder Geschmack. Oh, halt. Benutzen. Gut, und jetzt aktivieren. Ich sehe schon, wo wir rauskommen. Ihr auch, ne? Da hinten irgendwo. Na, alles klar. Schon wieder. Oh, da geht's tief ab. Hinab. Ah. Das muss ihr Labor gewesen sein. Ja, warte mal ganz kurz. Das ist doch ziemlich hell jetzt. Lassen wir es mal einmal verstreichen. Monsterknochen, ja. Oh, Neckerherzen. Die sind, wie gesagt, echt selten. Amethyst. Unter uns ist noch was, das man dann aufnehmen könnte. Und was hier? So tief ist das doch nicht. Hm, ein Tunnel, wo er wohl hinführt. Und oben haben wir... Ja, ist ja gut. Und oben haben wir ein Portal. Ein weiteres. Der Kraftspeicher. Ich hab ihn. Geralt! Kleinige, garstige Biester. Ehrlich. Kraftspeicher. Ah, der fehlt wahrscheinlich oben. Verstehe. Hm?
Das war schon. Das sieht eigentlich nur so aus wie so ein halber Kraftspeicher, ne? Ich dachte, das wäre... Oh, komm mal hoch. Los, geh rein. Ah, oh, du schaffst das. Ja, gut. Und hier beginnt die Suche. Hier ist er doch. Jetzt ist es doch so dunkel, ne? Hat super funktioniert. Ich nehme jetzt doch Katze, das bringt ja nichts. Wenn es mal hier hell und manchmal dunkel ist, haben wir manchmal eben hellere Stellen. Wir sind fast unten. Das geht wie so ein Kegel, fast genau da oben. Dann sind wir dahin. So. Das muss die unterste Ebene sein. Oha. Also die Hexenmeister haben es echt weit gebracht. Hier sind wieder überall diese Stalagmiten. Ah, oh ja, oh, danke schön. Das habe ich gebraucht. Die haben wahrscheinlich schon alle Fallen ausgelöst, wie mir scheint. Das ist natürlich praktisch. Ich mag mich jetzt nicht beschweren. Also einmal mal oben gucken und dann gehen wir gleich runter. Oh, Kiste. Evolus. Ja, Faser. Da bin ich rausgekommen. Warum ist hier das Handzeichen? Hat das was ausgelöst? Ja, da... Oh! Tatsache! Ach, interessant. Oh, das sieht fantastisch aus. Atemberaubend, richtig gut. Wir gehen da natürlich gleich rein. Oh, ne! Ifrit! Oh, ne! Warte, warte, warte! Halt, 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 halt! Bestiarium. Oh, was bist du? Bestiarium. Und zwar müsstest du ein Konstrukt sein. Konstruktöl. Alles Konstruktöl und... Dimitrium, 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 die ich noch nicht habe. Toll. Aber eben Konstruktöl. Zeichen? Tja. Quen. Geben wir alles auf Quen. Ah. Konstruktöl. Wo bist du? Verbessertes, verfluchten Geisteröl, Konstruktöl. Ach ja, aha. Und natürlich gibt es einen Wächter. Ach ja, was hast du anderes erwartet? Oh! Oh, Gottes Willen! Donner nach drauf und vielleicht irgendwie Samun oder so? Boah, das findest du nicht so schön, ne? Oh, Gott! Weg, Geralt! Der ist anfällig für Feuer. Oh, wir haben dich ja gleich down. Oh. Genial. Oh, I'm so happy. Golem, ein Golem war das. Ist der jetzt neu bei uns in den Konstrukten? Feuergenien. Der erste Feuergenius wurde von Rasand Alvaro erschaffen. Gegen Art. Habe ich mir fast schon gedacht wegen dem Feuer. Leider ging sein gesamtes Labor in Flammen auf und brannte nieder und dann alle anderen Gebäude des Viertels. Ups. Feuer ist das zerstörerischste aller Elemente und verwundert nicht die aggressive Tödlichkeit der Kreatur, die seine Essenz verkörpert. Feuergenien werden in komplizierten Zauberritualen zu einem einzigen Zweck geschmiedet: Zerstörung. Und diesen Zweck verfolgt sie mit mörderischer Entschlossenheit. Ha, besiegt. Ja, ne? Der Kuxel. Krass, kommt da mal so ein Feuergolem da raus. Der doch noch einen Namen trägt. Oh, sag mal, wie groß ist das denn hier? Was ist hinten? Ist noch eine Kiste? Meteoritenbarren. Hm, ja. Und Asche. Noch was? Schauen wir uns mal da unten um. Richtig hübsch, ne? Mit dem ganzen Wurzel- und Flechtwerk.
Phosphor-Mondscherben? Und, was haben wir hier? Nichts Besonderes. Komm, weißt du was, bevor ich mir hier so eine Schwalbe reinziehe, drücke ich mir lieber ein Fleisch oder so hinter. Ja. Oh. Da war ein kleiner Fehler. Na, mal schauen, wo Ifrit jetzt herkam. Bett, Tisch, Stühle. Ist zwar einfach, aber trotzdem ein Zuhause. Oh, ich sehe schon sehr hell. Das macht es ein bisschen schwierig, aber einmal kurz rasten und dann ist das ja schon gegeben. Hätte aber jemand gewütet. Oh, Philippa. Ach, Harte. Solche hat Philippa immer um den Hals getragen. Aber warum sind die hier voller Blut? Entweder hat sie gegen jemanden gekämpft, oder sie hat sie für ihre Experimente benutzt. Ich wollte eigentlich das untersuchen. Chirurgische Instrumente. Philippa hat hier operiert. Sich selber? Oder jemand anderen? Und vielleicht war deshalb ihr Hart beschmiert? Was haben wir hier? Bücher? Verbrannte Bücher? Notizen. Fast vollständig verkohlt. Ich kann nichts erkennen. Wahrscheinlich mit Absicht. Vielleicht hat sie die Hexenmeister oder die Hexenjäger da draußen ja schon gehört. Hat sich vorbereitet. Oh, nee, ich wollte den Tisch. Halt. Geh rein. Ach, du stures Stück manchmal. Da liegt noch was. Das Mega-Dingsbums-Phon hier. Ein Megaskop. Genau. Versenkt und voller Ruß. Vielleicht hat es einer der Kristalle überlebt. Und wo wäre er dann, mein lieber Geralt? Wahrscheinlich in ihrer eigenen Tasche. Oh, da war noch mehr. Hinter der Säule. Hm. Was ist das? Anis, Samen und Birkenrinde. Sehr wirksam zum Desinfizieren. Riechst du's? Nee. Noch mehr, Geralt? Hier wird doch noch mehr sein müssen. Irgendein Anhaltspunkt, wo sie hingegangen sein könnte? Ich meine, gut, wir wissen ja jetzt, das Portal drüben ist offen. Oh, warte, hier war noch mehr. Ah, nee, doch nicht. Schade. Gut, dann ist sie wohl wirklich durchs Portal dann. Ja. Was ist eigentlich, wenn ich das jetzt hier zerstöre? Legt einen Pilz frei. Sehr gut. Jo, ich komme ja schon. Na denn, rein da. Wo zur Hölle bin ich denn jetzt? War das unser Rückweg? Nee, ja, Tatsache. Durchsuche Philippa Einhards Unterkunft. Da haben wir also was vergessen. Boah. Vielleicht ist hier noch was. Und was ist dieses kratzende, flatternde Geräusch hier? Philippa, du hast noch irgendwas hinterlassen. Aber wo? Vielleicht doch weiter oben? Hier sollte eigentlich nichts mehr sein. Geralt, kommst du da irgendwie durch? Ah, hier ist noch ein kleiner Stein. Ein Kristall von einem Megaskop. Ist ziemlich angeschlagen. Chris wird wissen, was sie damit machen soll. Das war's schon. Erzähle Radovid, was du über Philippa erfahren hast. Oder was wir eher nicht erfahren haben. Okay, haben wir den kleinen Kristall eingesammelt. Oh, da war doch auch wieder was Rotes. Hier vorne an der Treppe. Na? Da schimmert's doch immer rot. Ah. Mich täuschen die Augen. Was? So. Noch eine Feder. Ich bezweifle, dass Philippa einen Vogelkäfig hatte.
Sie hat Polymorphie benutzt. Seht ihr das? Das leuchtet doch immer so auf. Wo zur Hölle führt das hin? Ist das jetzt nur ein Fehler? Ich glaube, es ist nur ein Fehler. Gut, dann eigentlich nur noch zurück. Ja, ob der Radovid jetzt so erfreut sein wird, dass wir ihm eigentlich so gut wie keine Informationen bringen. Du lebst noch? Hast du was gefunden? Oh, weiß ich jetzt auch nicht. Was sollen die mit den Infos anfangen? Ein Megaskop-Kristall. Staub, Schmutz und einen Megaskop-Kristall. Was zum Teufel das auch sein mag. Aber er könnte wichtig sein. Gib ihn mir. Wir überbringen ihn dem König. Nix da. Was mach ich? Du scheinst dich zu vergessen. Spar dir die Befehle für deine Männer auf. Wie du willst. Schnappt ihn! Ach, komm schon! Auf ihn! Von beiden Seiten! Zur weißglühenden Ofenzange! Na, dass sie immer gleich mit dem Tod hier. Ah, jei. Na, komm schon. Ah, ja. Wie ich mir manchmal Ciris Fähigkeit wünsche. Oh! Au, komm, ich hab doch geblockt. Aua! Scheiße. Geralt, block doch mal. Block. Oh, Geralt, jetzt ist genug. Geralt, was? Ich drücke doch. Ich hab doch... Was war das denn jetzt? Aber er hat nicht geschlagen und auch kein Zeichen gewirkt. Oh, also super. Und das letzte kleine Mini-Fitzelchen. Ja, das lief jetzt super. Super gut. Ai. Ja, irgendwie doof. Aber was willst du machen? Wenn du tot bist, dann musst du eben nochmal machen. Logisch, ne? Was erzähle ich euch eigentlich? Ich gebe ihnen das trotzdem nicht. So, können wir. Du lebst noch? Ja. Hast du was gefunden? Nö, weißt du, jetzt sage ich einfach nö. Nö, nichts. Verbrannte Notizen, ein Neckernest, Ratten, nichts Interessantes. Warum nehme ich dir das nicht ab? Tja, das ist dein Problem. Ich weiß nicht. Das ist dann wohl dein Problem. Oh, da irrst du dich aber. Schnapp ihn! Oh Mann, ich dachte, das wäre doch so cool gewesen. Dann hätte sie nicht sterben müssen. Komm schon. Oh, der war fies. Oh. Toter Mann! Toter Aua. Mann! Verdammt! Hörst du jetzt auf? Du bist der Schlimmste. Ah, sehr gut. Geht doch. Dimitrium-Fesseln. Oh, die sind gut. Schwarzmagische Puppe. Was hat er? Kronen. Na gut. Ja, eins, ja, das Blaue kommt, das lasse ich jetzt. So, dann sind wir hier fertig. Das ist merkwürdig, ne? Wir planen, den Radovid zu töten und werden jetzt Radovid besuchen. Das hat, irgendwie was Merkwürdiges an sich. Der ist echt in Novigrad. Achso, ja stimmt, ich muss ja das Schildchen nehmen. Aber echt schöner Ort. Kann man nicht anders sagen. Oh, ich bin vorbeigerannt. Das mache ich ja gerne. So. Der Hafen von Ochsenfurt. Der mag das auch sehr schön. Ich glaube, wenn wir unsere Folge beendet haben, kann ich endlich mal zum Händler und dort ein bisschen verkaufen. Habe ich seit Ewigkeiten vor. Immer kommt immer was dazwischen. Und das mache ich dann aber auch ohne euch. Ich werde euch da jetzt nicht zudringen. Dieser nilfgaardische Kaiser kann mich mal. So, Radovid. Ach, der ist doch auf dem Schiff, verstehe.
Entschuldigung. Wie komme ich hier rauf? Ach, doofes Schiff. Du bist so grau wie meine Oma. Jungs, sag mir doch mal, wie ich aufs blöde Schiff komme. Hier geht's nirgendwo hoch. Muss ich mit den Leuten reden? Ah, doch, dies ist das Schiff seiner Majestät Raduvit des V., König von Redanien. Nenne dein Begehr. Ich will den König sprechen, wegen Philippa Eilhard. Ich will den König sehen. Es geht um Philippa Eilhard. Wenn das so ist, komm mit. Aber keine plötzlichen Bewegungen. Ich hab dich im Auge. Hexer, hast du Fortschritte gemacht? Hast du Eilhard gefunden? Nein, ich denke, sie ist tot. Das glaube ich nicht. Nein, aber ich habe diesen Kristall gefunden. Ich weiß, dass sie versucht, ihr Augenlicht zurückzugewinnen. Wieso glaubst du das, Geralt? Das ist merkwürdig. Komm, wir fragen das mal oder sagen das. Sie war nicht dort, wo eure Männer gesagt haben, aber ich habe Spuren von medizinischen Experimenten gefunden. Das stimmt. Oh, immerhin etwas. Ich denke, dass Philippa versucht, ihr Augenlicht zurückzugewinnen. Wirklich? Leere Augenhöhlen stehen ihr aber besser. Und? Hast du Beweise? Der Raduvit ist schon eins, ne? Boah. Da bleibt einem echt auch manchmal so ein Kloß im Hals stecken. So, pass auf, Kerle, ich hab einen Kristall. Ich habe diesen Kristall. Hätte ich einen glitzernden Stein gewollt, wäre ich zum Juwelier gegangen. Du solltest mir Eilhard bringen. Das ist der Kristall eines Megaskops. Die Magier, die ihr gefangen haltet, müssten daraus Informationen erhalten können. Ja, dann wären sie endlich mal zu was Nütze. Ist zwar nicht genau das, was ich erwartet habe, aber du hast dir deine Bezahlung verdient. Jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss mich um andere Angelegenheiten kümmern. So. Jetzt will ich aber auch wissen, was im Kristall steht. Ach so, so ist das. Das war's. Wahrscheinlich finden wir irgendwann später noch ein bisschen mehr über Philippa Eilhard heraus. Ich würde sagen, dann machen wir einfach eine etwas kürzere Folge oder wir lesen ein wenig. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, sondern... Oh, Junge, erzähl mir das nicht nochmal hier, das gibt's doch nicht. Achso, können wir eigentlich noch was schmieden? Was machen? Charaktere, bla bla. Oh, immer dieses ewige Durchklicken hier. Wo war denn das jetzt? Alchemie. Ja, danke für den Hinweis. Wir könnten noch ein blaues Muttergen machen, aber ich glaube, viele sind davon für die Absude wichtig. Hier, der Katakan-Absud zum Beispiel. Machen wir das glatt mal. Ein blaues könnten wir noch herstellen. Aber wir haben auch ein großes Absud. Raffert des Weißens. Genau, das ist eigentlich... Genau, hier, stellt einen Teil der Vitalität sofort her. Kennt man schon aus den Teilen davor. Ist ein ganz guter Absud. Oder eigentlich Trank. Verbesserter Brauch Alkohest. Neckerherzen. Was? Ich habe doch Neckerherzen aufgesammelt. Vielleicht nicht fünf, aber ein paar. Ein paar sollte ich haben. Okay, mehr können wir nicht machen. Dann gehen wir mal ins Inventar. So rum. Und lesen noch ein bisschen was. Endlich, wir haben ein paar Bücher, die noch nicht gelesen sind, sozusagen. Ich muss sie dann alle mal verkaufen. Aber die über das ewige Feuer ist bestimmt auch interessant. Das Feuer beschützt. Wer da steht in seinem Lichte, dem wird kein Böses je ein Leid zufügen. Das Feuer reinigt wie eine Wunde voll Dreck und Alter. So muss auch eine Seele voll Sünde und Missetat ausgebrannt werden. Das Feuer ist unbeherrschbar. Wer immer in seinem Weg sich stellt, wird verbrannt werden. Wer immer die Hand dagegen erhebt, wird zu Asche werden. Das Feuer erleuchtet die Dunkelheit. Das Böse, das in den Schatten lauert, wird im unerbittlichen Licht des Feuers offenbar und vergeht in seinem Schwelen.
Wer immer seine Schuld und seine Lüsternheit in der Finsternis zu verbergen trachtet, wird nackt vor den verschlingenden Flammen stehen. Lasset uns beten, Brüder und Schwestern, das Feuer erleuchtet, brennt und reinigt. Das Feuer beschützt, wärmt und zeigt den Weg. Das Feuer enthüllt, verbrennt und zerstört das Böse. Ist schon fast mehr als eine Sekte, ne? Eigentlich schon wie so eine Religion, die Leute. Das ist noch ein Auftrag gewesen. Die Bestie vom Erlendorf. Notizen von Professor Glocker. Ich glaube, das hatten wir eigentlich schon. Prinz Andrien. Wer ist denn Prinz Andrien? Das ist auch ein Questgegenstand. Oh, ist viel. Kian war toll. Natürlich ist es schade, dass die übrigen Elfenschemas mit Professor Glogger, das andere Buch, irgendwo in den Ruinen von Est Tayar verschwunden sind. Doch allein die Skizzen für dieses Stahlschwert sind so viel wert wie ein Dorf in Südredanien. Wir teilen die Profite entsprechend unserer Vereinbarung zu gleichen Teilen. Ich behalte das Schema für das Silberschwert, Kian das Schema für Armbrust. Ich muss sagen, dass die Köpfe der Expeditionsmitglieder in Essig nicht unbedingt nötig gewesen wären, doch andererseits sind sie beeindruckender Nachweis von Kians Gewissenhaftigkeit und Professionalität. Der Hexer hat geschworen, dass keiner der Archäologen Estayar lebend verlassen würde, und er behielt recht. Umso trauriger, dass Kian mein Angebot nicht angenommen hat. Als mein Leibwächter hätte ich es ihm nie wieder an etwas gefehlt. Pünktlicher Lohn, Kaviar und Erdbeeren zum Frühstück, Hummer zum Mittagsmahl, tägliche Bäder, ein Hofchirurg, Kurtisanen beiderlei Geschlechts für all seine Bedürfnisse. Und er hätte immer noch etwas begehrt, hätte er nur an meine Kammertür klopfen, hätte er immer an meine Kammertür klopfen müssen. Er muss dieses Herumziehen in der Welt sehr lieben, denn ich glaube nicht, dass Jakob von Dembich ihm ein besseres Angebot hätte machen können als ich. Also wirklich, Jakob von Dembich. Ein zweitklassiger Kapitän, der für eine Handvoll Kronen Huren an Novigrader Hafenarbeiter liefert. Mit ein bisschen Glück sinkt seine Nussschale im nächsten Sturm und Kian kehrt mit einem eingekniffenen Schwanz zu mir zurück. Jetzt wird's unleserlich. Geschrubbte, Einwachsen, Klingenöl, Teufelsbewusst, Verzerrungen. Die Tinte ist deutlich frischer als bisher. Offenbar sind mehrere Jahre vergangen. Ich habe gehört, dass der fliegende Hirsch, das Schiff, auf dem Kian segelte, vor der Küste Grashügels gesunken ist. War das mein Fluch? Nicht übel für einen Anfänger. Vielleicht sollte ich erwägen, mich in Bernard einzuschreiben. Das Grashügels, ist das vielleicht so eine Art Schatzkarte? Und das sind die Notizen von dem Glocker. Ausgrabungen durch Gottfried aus Michel, Sabina Ruxa und Marco Geddel unter der Leitung von Professor Sigmund Glogger. Wir haben mit Ausgrabungsarbeiten unter der Schirmherrschaft der Akademie von Ochsenfurt mit den freundlichen Förderern durch Prinz Adrien von den Seewölfen begonnen. Unser Ziel ist es, den legendären Schatz König Megolds von Estayar zu finden. Achte Blate, unser Ausgrabungstag. Ich mache mir große Sorgen wegen des Hexers in unserer Gesellschaft. Ich hatte von vornherein ein schlechtes Gefühl, was ihn betraf, gleich beim ersten Treffen auf Burg Drahim. Nun, in den finsteren unterirdischen Kavernen macht mich seine Gegenwart schaudern. Wie sicher sind wir eigentlich, dass seine Aufgabe darin besteht, die Expedition zu beschützen? Außerdem liegt Burg Drahim zu dicht bei Ochsenfurt, als dass wir die beruhigenden Gerüchte über Prinz Adrien nicht kennen würden. 11. Blate, 3. Ausgrabungstag. Kian hat verlangt, dass wir sämtliche Notizen abgeben, die wir in den Ruinen der Elfenrüstkammer gefunden haben. Ich weigerte mich. 13. Blate, 5. Ausgrabungstag. Wir haben das Lager in einer großen trockenen Höhle im östlichen Abschnitt des Komplexes aufgeschlagen. Hier befinden sich einige aktive Portale. Ich fürchte, dass sie vermutlich nicht nur instabil, sondern auch unidirektional sind, so rum. Und der 14. Blate, sprich 6. Ausgrabungstag. Der Hexer hat Marco ermordet. Marco entzifferte gerade eine der unbezahlbaren Elfenzeichnungen, als der Hexer sich plötzlich vor meinen Augen auf ihn stürzte, ihm die Kehle durchschnitt und seinen Inkunabel schnappte. Ich geriet in Panik und sprang in eines der Portale. So gelangte ich in eine Kammer ohne Ausgang.
Lippe nicht ein Echo des Portals erscheint, sitze ich hier für immer fest. Ich hoffe, Michelle und Gottfried konnten entkommen. Jetzt fehlen Daten. Ich muss schlussfolgern, dass der Hexer von Anfang an auf Befehl Prinz Adriens gehandelt hat. Es würde mich nicht wundern, wenn sie auf Burg Drahim in diesem Moment auf dem Erfolg des Plans anstießen. Verdammt, vielleicht hätte ich diese Elfenschemas doch an Kian übergeben sollen. Was nützen sie mir nun, wenn ich in dieser Gruft verrudern muss? Ich habe mein letztes Wasser getrunken. Zu essen ist nichts da. Es ist kein Echo des Portals erschienen. Götter, ich glaube nicht an euch, doch wenn es euch gibt, wenn ihr existiert, dann rettet mich. Eieiei, das lief ja nicht so glücklich. Aber interessant mit dem, wo war das nochmal genau? Das Grashügel. Ich bin der Meinung, das hat jetzt was mit der Philippe Eilhardt-Höhle zu tun, richtig? Müsste. Estayal. Genau. Ja. Das ist das, wo Philippa sich versteckt hatte, gerade eben. Da haben die also mal Ausgrabungen gemacht. Interessant. Mal was für nebenbei, für die Hintergrundgeschichte. Und mal wieder eine klassische Lesestunde. Ich hoffe, es hat euch soweit dann gefallen. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Und bis dann. Tschüss mit Öl.